Oh Gott. Was in Gottes Namen ist das? Ich hasse Quicktime-Events. Holy shit. Ich bin so unendlich schlecht in Quicktime-Events. Holy shit. Das ist ja eine wahre Freude, du. Ist aber noch gestimmt. Immerhin. Ich muss jetzt ganz kurz was trinken. Ja, ich... Du mich auch, Spiel, du mich auch. Okay, der Leuchtturm. Aus der Story vorhin. Oder what? Dieser Ort ist seltsam. Aber sowas von. Da ist irgendwas reinge... Oh, Okkultismus. Schweigend möge die Kabale sich versammeln. Also oh. Wow. So, schnell raus aus diesem Raum. Komm schon, Fliss, nicht den Kopf verlieren. Oh, Alter, der Fang ist blutverschmiert. Holy shit. Oh no. Hier stimmt was nicht. Das, was du nicht sagst, Fliss. Ich habe mir so ein ganz ungutes Gefühl, dass wenn ich jetzt gleich hier stehe, irgendwas runterfällt. Ich will das nicht aufmachen. Muss ich, kann ich das auch nicht machen? Nee, ich mach's einfach nicht. Was ist das? Achso, da fließt einfach Blut aus der Wand. Ach komm, was soll's. Da ist sie. Ich wusste es! So, einfach raus hier. Oh, ich bin an Deck. Lass mich raten, alles hier hat sich verändert. Oh, das ist jetzt das, was hier wirklich drin war. Lass mich raten, das ist das Gold. Schnell wieder zumachen und einfach gehen. Da ist das Gold drin, ich hab's gewusst. Ah,
Ja, und da ist der Frachtraum. Ich lasse das Gold da einfach drin. Ich werde da nichts von rausnehmen. Denn der Typ hat uns ja davor gewarnt, nichts mitzunehmen. Aber wenn ich unten schon wieder sehe, dass da so übel viel Kacke auf dem Boden ist, habe ich da schon wieder richtig Bock drauf. Kann ich das nochmal betätigen? Nee, oder? Nee. Das nämlich gerne einfach wieder zumachen. Wenn ich ehrlich bin. Ja, genau, da ist ein Schrank. Wir machen mal den Schrank auf. Weil Schränke aufmachen ja hier in diesem Spiel so eine gute Idee ist. Hab's. Ja, hallo? Mach ich? Dann nicht. Dann lassen wir den Schrank einfach zu. Warum auch immer das nicht geht. Da ist wieder Rauch. Gott. Ich will hier nur raus. Corrin, Patrouillenfahrzeug, 14. US-Armee-Division. Da hinten ist ein Stromkabel, das da einfach so frei rumhängt. Hä? Oh, da hinten war er gerade. Oh, wait, das heißt, Dings ist hier. Ja, durch dieses Gas hat er gedacht, dass wir irgendwas Böses sind. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass jetzt nicht hinter mir eine Tür zugeht. Weil dann wird nämlich Alex sterben. Oh, sie ist in dem Flugzeug wieder. But how? Oh no, please. Ja, der Verlobungsring. Bitte nicht, ich wusste es. Oh, wait, bitte was? Schon.
Bist du okay? Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch da, dieser Typ. Mist! Ah. Ihr wolltet mich überraschen mit dem ganzen Piratenabenteuer-Ding. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee. Ganz ehrlich. Ich meine, die ist lustig, echt lustig. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja. Ihr wolltet nicht viel ausgeben, aber das. Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, dann bin ich dabei. Ich meine, diese Typen sind verdammt irre. Die jagen uns durch ein Schiff. Bitte was? Oh, die Türen gehen bestimmt gleich alle nacheinander zu. Irgendwas treibt Spielchen mit mir. Ich werde mich hier jetzt nicht großartig umsehen. Spielchen. Es treibt Spielchen. Ich muss die anderen finden. Was immer es ist. Es treibt Spielchen mit mir. Okay. Oh, er dreht langsam durch, glaube ich. Nimmt er den mit als Sicherheitswaffe? Nope. Ich vermute mal, dass das der Kapitän ist. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Absolut. Oder doch nicht? Oh, bitte nicht. Doch, ich muss. Ach, fuck. Tja, so ein Mist. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Damit. Maybe. Hat immerhin etwas Gewicht. Genug für die Tür. Bewegung. Und zwar schnell. Ich will hier ganz schnell raus. Shit. Oh Gott. Oh no. Sie ist immer noch da. Jetzt ist sie wieder weg. Alter Schwede. Bitte was?
Oh, shit. Scheiße, Mann. Ich hasse Quicktime-Events. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann, warum bin ich denn... Ah. Das ist ein schlechter Scherz gerade. Warum bin ich denn gerade so unendlich dumm? Da, jetzt hab ich's geschafft. Oh mein Gott. Unten. Oh, dieses Mistvieh. Oh, come on. Fuck. Meine Fresse, bin ich dumm. Und jetzt wird er sterben wahrscheinlich. Ja, und das Toter Nummer 1. Ah, verdammte Axt. Mist. Ah, na gut. Einer weniger. Komm schon! Mist! Er ist hier! Was ist denn, Prinzessin? Ach, schon wieder verkeckt, Mann. Jetzt reicht's. Bewegung. Ah, fuck off, ey. Gut, ah, okay. Das wäre wahrscheinlich jetzt der Moment gewesen, wo ich, wenn ich das zugemacht hätte, er gestorben wäre. Wir sind wieder zu viert. Sind wir sicher? Ich glaube... Ja, ich glaube, wir sind hier sicher. Oh, hallo.
Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Sie sind einer weniger. Ups. Und was ist mit Conrad? Er oder er sie wären besser weniger? Sorglos. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund, nicht übernatürlich. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges? Ja, es liegt halt an dem Gas. Und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Okay. Ich hoffe, das hilft. Guter Kartentrick. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald.